hast mich zum Leben erweckt und ich bin doch fantastisch, wenn ich das selbst behaupten darf. Und das tue ich. Ich stimme dir zu, Mo. Also, wenn du sauer sein kannst, dann auf diese böse Hexe Ash. Ich meine, klar, du konntest zwei der Schurken fangen und hast jetzt eine hübsche Gartenskulptur. Aber Ash ist noch da draußen und schleicht jetzt in Avalor herum, zusammen mit deinem gemeinen, betrügerischen Cousin, Esteban. Elena? Nein. Hab ich irgendwas Falsches gesagt? Guten Morgen, Prinzessin Elena. Nein, verschwinden Sie von hier sofort. Ich muss euch doch... Durchatmen, Elena. Einatmen und ausatmen. Und meine Gedanken beruhigen. Ein Tag am Strand, frisches Pandurse. Toll, jetzt bin ich wütend und hungrig. Mamis Lied. Gestern fiel ich tief in einen Schlummer und träumte mich weit fort. Leuchtend blau erschien der Himmel, goldene Strände gab es dort. Lebelung! Gut gemacht, Zauberer. Kann ich nicht behaupten. Ich glaube, ich muss noch daran arbeiten, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten, damit meine Magie nicht einfach so losgeht. Nein, Unsinn, das war doch lustig. Nochmal. Hier drüben. Nein, seht hier noch. Sucht da vorne weiter. Habt ihr hier drüben nachgesehen? War da was? Ich sehe hier niemanden. Sucht weiter. Hä? Hier ist niemand. Also, wie kommen wir jetzt am schnellsten nach Takaina? Das werden Sie wohl alleine rausfinden müssen. Valiente und ich werden Avalor verlassen. Verstehe. Und wie sehen eure konkreten Pläne aus? Die königlichen Wachen suchen jeden Zentimeter des Landes ab. Wie habt ihr vor, euch gegen sie zu wehren? Mit eurem Charme? Ihr werdet es ohne mich und meine Magie nicht schaffen. Naja, wir werden unsere Chancen schon nutzen, oder, Valiente? Valiente? Ich wollte sagen, der schnellste Weg nach Takaina ist hier entlang. Mhm. Aber wie haben Sie vor, an den Wachen vorbeizukommen? Oh, ich gebe Ihnen einfach etwas anderes zum Angucken. Pesare! Gut, folgen Sie mir. Ihr solltet aufpassen.